Debatte ist der Kollege Thomas Silberhorn für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist, denke ich, deutlich geworden in dieser Debatte, dass das Konzept der Schutzverantwortung, das in den letzten 10 Jahren entwickelt worden ist, darauf abzielt, schwerste Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden. Es hat Eingang gefunden in das Abschlussdokument des Weltgipfels der Vereinten Nationen im Jahr 2005. Es gibt einen Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen zu diesem Thema seit 2008. 2009 hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen seinen Bericht vorgelegt, wo es um die Ausdifferenzierung in die Verantwortlichkeit für Prävention, Reaktion und Wiederaufbau geht. Und Frau Kollegin Wiczorek-Zeul hat zu Recht darauf hingewiesen, dass zugleich der Anwendungsbereich eingeschränkt worden ist auf die 4 Massenverbrechen, Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber, meine Damen und Herren, es bleibt dabei, die Entscheidung über den Einsatz militärischer Mittel zur Umsetzung der Schutzverantwortung verbleibt beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Rahmen von Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen. Es ist schon ausgeführt worden zur Entwicklung dieses Konzeptes der Schutzverantwortung vor dem Hintergrund der schrecklichen Menschenrechtsverletzungen auf dem Balkan, in Ruanda, in Darfur und im Kongo. Und in Libyen hat dieses Konzept insofern eine Weiterentwicklung erfahren, als der Sicherheitsrat in seiner Resolution die Schutzverantwortung der libyschen Behörden gegenüber der eigenen Bevölkerung ausdrücklich in Bezug genommen hat. Und deswegen zeigt dieser Fall Libyen auch die Schutzrichtung, die Stoßrichtung des Konzeptes auf. Dort, wo Staaten ihrer eigenen Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung nicht nachkommen, dort soll die Schutzverantwortung auf die internationale Gemeinschaft übergehen und die soll dann auch handeln, um drohende oder akute schwerste Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. Das Konzept reiht sich damit ein in einen Paradigmenwechsel, der schon seit längerem stattfindet und auch vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen befördert wurde, und zwar im Hinblick auf die tragenden Säulen des Völkerrechts, die Prinzipien der Souveränität, des Interventionsverbotes und des Gewaltverbotes. Sicherlich bleibt es die essentielle Aufgabe eines Staates, die Sicherheit seiner eigenen Angehörigen zu gewährleisten. Und die Staaten haben diese Verantwortung in zahlreichen Verpflichtungen zum Menschenrechtsschutz und zum humanitären Völkerrecht verankert. Je umfassender und je konkreter diese Verbindungen, diese Bindungen durch das Völkerrecht sind, desto kleiner wird der Bereich ausschließlicher nationaler Souveränität. Desto sensibler stellt sich aber auch die Frage nach einer Intervention von außen zugunsten der Schutzverantwortung. Und das hat sich zuletzt im Falle Libyens eben gezeigt. Dort haben die intervenierenden Kräfte unter Berufung auf die Schutzverantwortung einen Regimewechsel herbeigeführt. Und wir müssen im Auge behalten, dass dieses Konzept für viele Staaten, die ihm ohnehin kritisch gegenüberstehen, durch diesen Regimewechsel als diskreditiert angesehen wird. Aufgrund dieser Entwicklung möchte ich dafür werben, dass wir dem Konzept der Schutzverantwortung den Stellenwert beimessen, den es auch im Abschlussdokument des Weltgipfels der Vereinten Nationen hatte, nämlich den eines politischen Signals. Der Grundsatz, dass die Verantwortung eines Staates darin besteht, seine Bevölkerung zu schützen, ist ja nun nicht gerade neu. Denn im Völkervertragsrecht und im Völkergewohnheitsrecht sind diese Verpflichtungen schon lange verankert in den Normen des internationalen Menschenrechtsschutzes, in den Genfer Abkommen zum humanitären Völkerrecht, in der Völkermordkonvention, im Völkerstrafrecht. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es wichtig, dass das Gipfeldokument von 2005 die Rolle und Verantwortung der internationalen Gemeinschaft und damit auch die Befugnisse des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen betont und bestätigt. Außer dem Aufruf damals, eine Frühwarnkapazität im Rahmen der Vereinten Nationen zu unterstützen, gibt es keine rechtliche Weiterentwicklung und insbesondere werden keine Optionen formuliert für den durchaus wahrscheinlichen Fall einer Blockade des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Eines muss klar herausgearbeitet werden, es gibt unter dem Konzept der Schutzverantwortung keine Pflicht zum Eingriff bei schwersten Menschenrechtsverletzungen. Das Konzept kann aber bei der Analyse von Gefährdungssituationen und bei der Operationalisierung von Handlungsoptionen durchaus
gute Dienste leisten. Deutschland sollte dabei, und hier gebe ich den Antragstellern recht, im Rahmen der Vereinten Nationen, im Rahmen der Europäischen Union, im Dialog mit den Menschenrechtsorganisationen eine aktive Rolle spielen und seine vielfältigen Erfahrungen einbringen. Eine Gefahr bei der Berufung auf die Schutzverantwortung, und das ist schon angesprochen worden, besteht in der Verkürzung auf die militärische Option, was oft falsche Erwartungen weckt. Ich befürworte sehr, dass wir den Bereich der Analyse und Früherkennung und den Präventionsbereich weiter ausbauen. Wenn es aber um den Einsatz der Bundeswehr geht, müssen wir uns wie üblich die Fragen stellen, wem nützt eine solche Intervention oder schadet sie? Wo sind die Grenzen? Wie lange dauert sie? Wie kann sie beendet werden? Wo liegen unsere und unsere Bündnisinteressen und Ähnliches mehr? Deshalb rate ich zur Vorsicht mit der Schutzverantwortung, um keine Enttäuschung zu produzieren. Aus meiner Sicht macht es am meisten Sinn, dieses Konzept im Hinblick auf seine präventiven Möglichkeiten zu diskutieren, im Bereich der Früherkennung und der gezielten Beobachtung krisenhafter Entwicklungen. Die Kapazitäten der Vereinten Nationen in diesem Bereich sollten überprüft werden. Und interessant ist sicherlich auch der Austausch mit unseren amerikanischen Partnern. Die Obama-Administration hat hier mit ihrem Atrocities Prevention Board einen Katalog an geeigneten Maßnahmen und Instrumenten erarbeitet. Lassen Sie mich vielleicht in einem letzten Schwenk noch darauf hinweisen, maximal dass in einem letzten Satz die Europäische auf die Union in Anzeige. Unserer Nachbarschaft dieses Prinzip der strukturellen Krisenvorsorge hervorragend verwirklicht hat, insbesondere auf dem Balkan, wo ja Menschen leben, die nicht vor nicht allzu langer Zeit selber ethnische Säuberungen ertragen mussten. Wir sollten das, was wir realistischerweise tun können, auch richtig tun, und insoweit beginnt die Schutzverantwortung vor unserer eigenen europäischen Haustür. Vielen Dank.